Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch zu TS14 und auch Train Simulator 2014. Ich habe gerade schon eine Aufnahme versucht, aber da war eine Notbremsung, dann konnte ich nicht mehr weiterfahren. Ja, deshalb. Ich weiß nicht, an was es lag. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich werde jetzt wahrscheinlich eine deutsche Strecke fahren und keine hier englische oder so, das da amerikanische, oder good weather, bad weather, puring up, getting involved, legen sie los, sie gehören zu dem Fahrpersonal, das von Kallax Kallax abfährt, die Züge werden es ohne sie nicht schaffen. Ich kenne den Donnerpass, glaube ich, sogar. Das kann ich ändern. Ich kann leicht ändern. Na, aber die Dieselstrecke, ja. Okay. Together as one, good weather, wir spielen natürlich bad weather, so. Ich hoffe, die Ladezeit ist jetzt nicht so lang, denn die waren gerade im letzten ziemlich lang. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es dieses Mal keine Notbremsung gibt, ja, liebes Spiel. Und falls ihr euch fragt, nein, das Facebook war gerade nicht bei euch, das war bei mir. Weil ich Facebook mal wieder vergessen habe auszuschalten. Oh Mann, ey. Und schon wieder. Ja, macht weiter so. Nicht egal. Und ich spiele hier mit meinem schönen Xbox-Controller. Denn dann kann ich mich so schön zurücklegen. Lehnen. Und dann schön. So, was heißt das? Hier ist Kallax Betriebshof. Ein Dragzug ist westlich ihres Supports ins Stocken geraten. Sie müssen sich mit dem Zug ankoppeln und diese nach Trocki befördern. Verwenden Sie das Ballengleis, um Ihre Lokomotive zu wenden, so dass der Tunnelmotor anführt. Was? Fahren Sie danach rückwärts auf Gleis 1, um zu dem Zug zu gelangen. Oh, oh. Bitte, was? So. Gehe über Ballon. Schleifgleis, okay. Moin! So. Du musst dann nicht mal viel Gas geben. Das macht der, glaube ich, auch schon fast alleine. Ich sag mal fast. Ich mach das Mikro näher hin. So. Der macht es echt alleine. Das Gleis geht aber steil nach unten. So, jetzt muss mich aber interessieren. Die Loks abzubremsen, das geht ja noch, aber ich sag mal nachher den ganzen Zug, wenn man hier mit dem ganzen Zug runterfährt. Das ist ein Miles per Hour, okay, gut zu wissen. Und hier darf ich auch nur 25 Miles per Hour fahren oder darf ich mehr fahren? Mal wieder was. Was ist denn das? Okay.
dass der Tunnelmotor. Ey Leute, was für ein Tunnelmotor? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, den Sound kenne ich. Ballon-Schleifengleis. Oder Balloon. Wie soll man denn? Warum darf ich hier nur 25 fahren, ey? What the fuck? Ist das? Oh, das geht aber gar nicht. Du, das geht auch nicht. Das ist in Ordnung. Das Licht anschalten. Wohl. Ballonschleifengleis. Kommt jetzt gleich. Oh, wir nennen uns ja überhaupt nicht. Oh, mega leck. Ja, da ist mir gerade der die Festplatte vollgelaufen und ich habe es Gott sei Dank eigentlich noch rechtzeitig ein bisschen gemerkt. Wir sind jetzt unten an der Ballon an der oder an dem Ballonschleifengleis angelangt. Ja, wir müssen jetzt 15 Miles per Hour fahren. Ja, ich nehme meinen Controller wieder in die Hand. So. Und jetzt mal auf fortfahren. Gut. Also sorry dafür für diesen Schnitt, aber ich habe es einfach nicht bemerkt. Oh Gott. Das, also wenn ich ehrlich bin, man kriegt es wirklich kaum mit, wenn die Zahl da unten dann plötzlich wieder anders ist. Aber ich habe es jetzt gerade bloß bemerkt, weil meine Mutter reinkam. Und ich da einfach auf Aufnahme beenden drücken wollte, aber es ging nicht oder habe ich bemerkt, dass die Zahlen gelb sind. Also es sind vielleicht ein paar Sekunden jetzt vergangen. Und ja. Das ist das Ballon-Schleifengleis, wo man einfach drehen kann. So. Und warum muss man hier 15 fahren? Ohne Scheiße jetzt, ey. Oh Gott. So. Was ist denn, wann halten Sie an der Station? An welcher Station? Wo bin ich da vorbeigefahren? Ich weiß gar nicht. Ballon, Schleifengleis, Gleis 1. Schau, geil, Schleifengleis, Gleis 1, ja. Okay, da komme ich jetzt wieder drauf. Jetzt weiß ich nicht, ob ich... Nee, ich hab grün. Jetzt. Ah, jetzt muss ich hier halten. Okay.